Okay, wir sind hier bei THQ Nordic und werfen natürlich einen Blick auf das heiß erwartete Elex, welches bald rauskommt. Und mit mir sitzt hier... Ich bin der Harry, arbeite bei Piranha Bytes im Story- und Quest-Design-Bereich. Ich mache es jetzt schon seit 5 Jahren und habe noch einen Kollegen mitgebracht. Genau, den fragen wir natürlich auch noch, wer ist. Ich bin der Amadeus, ich mache Game Design, Storywriting, Dialog, Quest-Design. Eigentlich genau dasselbe wie der Harry, ich habe nur einen anderen Namen. Super, wir waren schon letztes Jahr hier bei Elex und haben uns das angesehen, hatten damals technische Probleme, deswegen gab es letztes Jahr dann kein Video, weil leider der Fernseher von dem Stand ja gerade aufgegeben hatte. Aber diesmal freuen wir uns deswegen umso mehr, dass wir jetzt hier einiges zeigen können. Elex ist ein ganz besonderes Setting, nämlich eine Mischung aus Fantasy und Science Fiction. Nachdem ihr bis jetzt immer Fantasy-Spiele gemacht habt und bekannt wart für Gothic, für Risen, sagt ihr eigentlich Risen oder Risen? Also wir sagen ganz definitiv Risen. Für Risen wird es aufs Maul gehen. Okay, dann sage ich lieber auch Risen. Wie seid ihr denn jetzt auf die Idee gekommen zu sagen, naja, wir verbinden mal Science Fiction mit Fantasy? Das kommt einfach daher, dass wir auch mal was Neues machen wollen. Gerade wir als Story-Autoren lieben natürlich auch neue Ideen. Und nachdem man so eine lange Zeit Fantasy gemacht hat, ist es einfach mal geil, was Neues machen zu können. Gerade auch, es ist nur eine kleine Komponente, aber wenn du Dialoge schreibst und du bist ja begrenzt dadurch, wenn du nur Fantasy-Spiele machst. Das heißt, selbst ein banales Wort wie Auto kannst du nicht benutzen in einem reinen Fantasy-Setting. Und jetzt haben wir viele verschiedene Settings ineinander, also Postapokalypse, Fantasy, Science-Fiction. Und da haben wir einen richtig bunten Blumenstrauß an vielen Ideen, die zusammenkommen, eben in diesem einen Setting. Das ist richtig cool. Wir sehen jetzt hier mal gerade einen Blick auf die große Karte. Wenn man das jetzt mal so einordnen sollte, also ich würde ja von meiner Perspektive sagen, bei Gothic 3 habt ihr euch mit der Größe ein bisschen übernommen. Wie sieht das jetzt aus? Ja, dann freut es sich sicherlich zu hören, dass wir anderthalb Mal so groß sind wie Gothic 3. Habt ihr das denn trotzdem dann noch mit der gleichen Liebe, wie sagen wir mal in Gothic 1 oder Gothic 2 alles designt, wenn das so viel ist? Also da kann ich mal garantieren, dass es genau so ist, weil ansonsten lade ich alle herzlich gern dazu ein, mit Fackeln und Mistgabeln vor unserem Studio anzutreten. Ja, das werden die Leute hoffentlich im Zweifelsfall nicht zu ernst nehmen, denn ich bin mir nicht ganz sicher, ob danach auch wirklich Einigkeit darüber herrscht, ab wann dieser Status ausgelöst wird. Aber wir sehen jetzt hier schon mal in dieser Welt, du hast gerade eben gesagt, postapokalyptisch, das muss man eigentlich erklären. Warum denn? Was ist denn überhaupt passiert? Ein bisschen was zur Story. Vor 160 Jahren kam ein Meteor auf den Planeten, Magellan heißt der Planet, und hat die Menschheit so gut wie ausgerottet. Und diejenigen, die überlebt haben, die haben sich aufgeteilt. Mit dem Meteor kam aber eine Substanz, die wir Elex nennen. Und um Elex dreht sich alles. Jeder will Elex haben, jeder ist da hinterher. Weil Elex ist sehr vielfältig. Das heißt, wenn du das nimmst, dann wirst du emotionslos. Also das ist so eine negative Seite davon. Aber du kriegst auch starke magische Kräfte. Du kannst es als Treibstoff verwenden. Du kannst es benutzen, um Waffen stärker zu machen. Also es ist sehr vielschichtig, die Substanz. Und genau darum wollen auch alle das Elex haben und streiten sich auch darüber. Ist das Elex jetzt über die halbe Welt verteilt oder liegt das irgendwo gut gehütet rum und eine Gruppe hat die Kontrolle darüber? Keine Gruppe hat so wirklich die Kontrolle darüber, aber die Alps, die haben das perfektioniert, das Elex zu sammeln. Elex ist sozusagen in allem etwas kontaminiert und selbst in Menschen und die Alps gehen sogar so weit, dass die Menschen in ihre Konverter schmeißen und das Elex aus ihnen herauspressen. Das ist sozusagen diese Antagonistenfraktion, die wir haben. Das heißt, es ist so wertvoll, diese Substanz, dass einige dafür sogar töten. Ja, das klingt so, als möchte man dann auch wiederum nicht zu viel Elex konsumieren, denn ansonsten macht man sich ja selber zu einem Opfer und wird heiß begehrt. Du hattest jetzt eben gesagt, man wird emotionslos, wenn man Elex konsumiert, aber der Spieler vor der Tastatur, der konsumiert das ja leider nicht, sondern nur den Charakter, den man spielt. Also wie vermittelt ihr das? Das Ding ist, der Spieler hat eine Background-Story. Das heißt, er war vorher mal ein Angehöriger der Alps. Und das ist diese Fraktion, die im Elex schon religiös fanatisch konsumieren. Das heißt, die sind sehr, sehr emotionslos. Er hingegen hatte einen kleinen Unfall, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber das Elex ist aus seinem Körper gewichen. Das heißt, er ist nicht mehr auf dem Level, wie die Alps jetzt sind.
Das heißt, er kann sich wirklich entscheiden, möchte ich wirklich wieder anfangen, Elex zu konsumieren? Möchte ich wieder diese logische Kreatur werden, die, ja, die eben keine menschliche Seite mehr zeigt? Aber das ist wirklich, eben wie du schon sagtest, vom Spielertyp abhängig. Derjenige, der hinterm Monitor sitzt, der entscheidet, wer diesen Charakter spielen wird. Ja, aber ich meinte jetzt mehr in die Richtung, wenn man als Spieler sich entscheidet, man konsumiert jetzt Elex, da musst du ja irgendwie dem Spieler vermitteln, hör mal, du bist jetzt ein total emotionsloser Typ, also gibt es dann einfach keine emotionalen Antwortdialoge mehr oder gibt es noch andere Möglichkeiten, wie ihr das so dem Spieler mitteilt? Da sagst du einen guten Punkt, es wird sich natürlich auf bestimmte Dialoge auswirken, die wir im Spiel haben, sodass ja auch klar gemacht wird, du hast jetzt zu viel Elex konsumiert und das gefällt nicht allen. Du kannst zum Beispiel in unserem Spiel auch Freunde finden und wenn die mitkriegen, dass du dich eben in eine Richtung entwickelst durch diesen Elex-Konsum, der ihnen nicht gefällt, dann kriegen die das mit. Das hat eben Konsequenzen in unserer Welt. Wir sehen jetzt hier gerade im Moment so eine Art Stadt, auch in einer Mischung aus Fantasy- und Science-Fiction-Elemente oben drüber. Ist so eine Art Schild oder Kuppel oder was auch immer. Es erinnert so ein ganz bisschen an Gothic 1. Und da drin steht eine Burg. Erinnert irgendwie, also wenn ich mal so drüber nachdenke, es erinnert mich ganz schön viel an Gothic 1. Kommt es daher und was hat es denn damit überhaupt auf sich? Warum hat er so ein einzelnes kleines Dorf, so eine Kuppel oben drüber? Also das Ding, du sagst es genau richtig, dieses Spiel hat mehr Gothic-Elemente, als es die Risen-Serie jemals hatte. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Wir haben sehr viele Features angeguckt. Okay, was war in Gothic drin, was möchten unsere Fans wieder haben und wir haben uns wirklich Mühe gegeben, das wiederzubringen. Das Level-System ist das gleiche und so weiter und so weiter. Aber du hast ja gefragt, warum ist diese Kuppel da drüber? Die Kleriker haben die Kontrolle über diese Stadt und die Kleriker sind unsere Science-Fiction-Fraktion. Das heißt, die wissen, wie man mit Technik umgeht. Wärst du jetzt in der Stadt der Berserker zum Beispiel, die hätten gar nicht die Möglichkeit, diese Energiekuppel zu machen. Das heißt, es ist ein Schutz der Kleriker vor den Alps, weil die haben Gleiter und mit den Gleitern können die natürlich auch Bomben abwerfen. Das wollen sie natürlich nicht und deswegen ist da diese Kuppel drüber. Und es erinnert natürlich schön an Gothic, also das ist auch noch ein kleiner Grund. Ja, apropos Gleiter, das ist ja ein gutes Stichwort, weil eins der Premium-Elemente, die wir erwarten, ist ja das Jetpack. Ist das irgendwo in der Nähe? Können wir das mal zeigen, wie das aussieht? Ja, da siehst du schon das Jetpack. Das wirst du ziemlich schnell am Spielstart kriegen können. Denn was wir wirklich wollen, ist, dass der Spieler in unsere Welt eintauchen kann. Und es gibt nichts Schlimmeres, als dass du siehst einen interessanten Spot und du kannst da nicht hin. Wir haben freies Klettern, das heißt, du kannst überall klettern, aber wenn etwas zu hoch ist, ja, dann zündest du einfach dein Jetpack und gehst da hin und lässt dich mal überraschen, was da liegt. Also das ist eine sehr coole Sache und wir freuen uns auch wirklich, dass dieses Feature so gut ankommt. Wir haben da sehr viel Spaß mit und wir vermissen das denn auch schon teilweise in anderen Spielen, weil es einfach ziemlich geil ist, eben einfach so auf ein Dach zu gehen und vielleicht da kleine Storys zu entdecken. Ist das aber nicht vom Gameplay her auch total schwierig, weil die Leute irgendwelche Abkürzungen nehmen können und Barrieren überwinden, die ihr eigentlich nicht wollt, dass sie überwinden? Wenn wir nicht wollen, dass der Spieler irgendwo hingeht, dann machen wir zum Beispiel wie hier diese Kuppel. Du kannst da nicht durch. Wenn wir, aber wir haben noch andere Möglichkeiten. Wir haben sowas wie Zonen, also Zonen, die verstrahlt sind. Das heißt, wenn du dich da zu lange drin aufhältst, dann wirst du verstrahlt. Ja, stirbst, wenn du zu blöd bist, nicht die Reserveenergie zu nutzen. Wirst verstrahlt, aber auch deine Gegner können dich natürlich auch aus der Luft schießen. Das heißt, nur weil du in der Luft bist, bist du noch lange nicht sicher. Und es gibt Autosaves. Es gibt Autosaves, ja. Und du kannst natürlich, wie du es von unseren Spielen gewohnt bist, jederzeit safen. Ja, das finde ich eine tolle Entwicklung. Also ich finde es toll, dass ihr das immer noch macht, weil irgendwie für mich gehört das ja schon ein bisschen dazu, dass man auch jederzeit mal speichern kann, auch wenn andere Leute natürlich argumentieren, dass man sich dadurch gewisse Dinge vereinfacht. Beim Vereinfachen, da sagst du etwas, was ich vielleicht noch erwähnen kann. Wir haben verschiedene Schwierigkeitsmodi. Wenn du wirklich nur der Story-Typ bist, dann kannst du zum Beispiel auf leicht stellen und dann kannst du die ganze Story sehr leicht durchspielen. Du kannst aber auch auf, du hast einen normalen, du hast einen schweren, du hast einen Ultraschwierigkeitsgrad oder aber du hast einen customizable Schwierigkeitsgrad. Das heißt, du machst dir deine Reise so, wie du sie haben willst. Du hast verschiedene Parameter, da kannst du dir das wirklich einstellen, wie du dieses Spiel genießen möchtest. Also Freiheit nicht nur in spielerischer Hinsicht, sondern auch so in der Optionshinsicht. Eure Spiele haben bis jetzt auch immer wieder gerne durch eine sehr coole Musik überzeugt.
Jetzt höre ich davon gerade nichts. Das könnte aber daran liegen, dass wir auf der Gamescom sind und es hier einfach echt wirklich richtig laut ist. Für euch würde es im Zweifelsfall aufgezeichnet, aber wie sieht es denn da aus? Was habt ihr da gemacht? Unser Chef, der Björn, der hat sich in seinem stillen Kämmerlein eingeschlossen, hat immer wieder Feedback von uns eingeholt und er ist verantwortlich für die Musik. Das heißt, er hat sich sehr viel Mühe gegeben, den Locations eine passende Musik zu geben oder in bestimmten Situationen die richtige Musik einzustreuen. Ich meine, er macht seit vielen Jahren Musik, das heißt, er ist einfach kein Newbie. Er wusste, was er da macht und ja, man, das Ergebnis kann man dann hoffentlich im fertigen Spiel hören, weil wenn man das fertige Spiel hier auf der Gamescom spielt, hört man, wie du schon sagtest, gar nichts. Also bei Gothic 1 und Gothic 2 war die Musik schon cool, aber bei Gothic 3, da seid ihr ja so weit gegangen und habt mit Kai Rosenkranz zusammen ein Symphonieorchester engagiert. Ging es diesmal auch wieder so weit oder war das vielleicht doch eine Nummer übertrieben? Ich will gar nicht sagen, dass das übertrieben war, weil ich fand die Musik in Gothic 3 ziemlich geil. Ich glaube, hier haben wir jetzt kein Symphonieorchester, aber ich kenne mich leider auch nicht so mit Musik aus. Das heißt, wenn ich jetzt sage, da benutzen die Sachen wie Synthesizer oder so und ich weiß selber noch nicht mal so wirklich, was das ist. Ich weiß, es ist irgendwie 80s und das ist da irgendwie mit drin. Ich habe keine Ahnung, wie man das im Orchester macht, aber wie gesagt, was Musik angeht, bin ich jetzt nicht so firm, aber ja, sie klingt gut, hört es euch einfach an. Kann ich wieder davon ausgehen, dass man die Story sich ein bisschen erarbeiten muss? Ich muss ja sagen, ich habe viele Referenzen zu Gothic 1, viele Zuschauer kennen das wahrscheinlich nicht mal, aber ich habe dieses Spiel geliebt, deswegen kann ich da immer so viel schön viel zu erzählen. Und da musste man sich die Story wirklich erarbeiten und man hat diese Wendung nicht kommen sehen, dass am Ende vom dritten Kapitel noch ein viertes kommt. War für mich eine völlige Überraschung und wird es auch in diesem Spiel wieder Überraschungen geben? Natürlich wird es jede Menge Überraschungen geben, im großen wie im kleinen Bereich. Das heißt, wir haben auch dafür gesorgt, dass selbst wenn du eine, in Anführungsstrichen, popelige Nebenquest spielst, dass die nicht einfach so von A nach B, ja, und das war's, sondern dass du wirklich überlegen musst. Wir wollen dieses Gefühl vermitteln, dass du deine Dialoge wohl überlegst, aussuchst. Dass du wirklich denkst, okay, was sag ich zu dem Typen? Ist es schlau, ihm jetzt zu helfen oder ist es schlau, ihm nicht zu helfen? Quests können eine ganz andere Wendung nehmen. Wir wollen einfach, dass der Spieler hinterm Monitor überrascht wird, weil ja, es ist nichts langweiliger, als wenn du das Ende einer Quest, sag ich mal, schon kennst. Und natürlich kann man Sachen erahnen, aber wir wollen es immer versuchen, interessant zu gestalten. So, jetzt frage ich mal zu meinem Partner nach links, weil er dann auch gleichzeitig die passenden Menüs aufmachen kann. Es gibt ja jetzt auch bei den Waffen Mischungen zwischen Fantasy und Science-Fiction-Elementen. Was habt ihr euch da ausgedacht? Oh, da haben wir uns eine ganze Menge ausgedacht. Also zum Beispiel, ich habe jetzt hier, spiele ich gerade einen Outlaw und die Outlaws, die benutzen sehr viel mechanische Waffen. Also zum Beispiel habe ich jetzt hier gerade ein Kettenschwert, das so eine Art Kettensäge ist, das ist jetzt schon verbessert, deswegen habe ich da eine Menge Zeug drauf. Ich habe Raketenwerfer, mit denen ich rumhantieren kann, wenn ich möchte. Und ich auch mal kurz hier einfach mal in die Ecke schießen. Also wir haben wirklich sehr viel. Wir haben Crossbows, wir haben Zweihänder, Schwert und Schild und solche Sachen. Ich kann nochmal ein anderes Safe-Game laden, nochmal ein paar andere Waffen zeigen. Und zum Beispiel die Kleriker oder die Berserker. Den hat man vorhin schon mal am Anfang gesehen. Aber hier sieht man dann zum Beispiel nochmal, man hat auch einen Bogen, mit dem man schießen kann. Der hat jetzt ein magisches Flammenschwert zum Beispiel. Das bekomme ich zum Beispiel nur, wenn ich mich den Berserkern anschließe. Wenn ich kein Berserker bin, bekomme ich auch kein magisches Flammenschwert. Also wir haben wirklich, man kann die Grundzüge von allen Waffen finden in der Welt und ausprobieren, bevor man sich einer Gilde anschließt. Aber wenn ich zum Beispiel dann ein Level 3 radioaktives Kettenschwert haben will, anstatt ein einfaches, muss ich mich in Outlaws anschließen. Ist das nicht so ein Balancing-Problem von Bogen zu Raketenwerfer? Also ich meine, klar, man kann sagen, du fängst an mit dem Bogen und später hast du einen Raketenwerfer. Aber irgendwie ist es dann ja auch schön, man hat am Ende des Spiels immer noch Fantasy-Waffen, die Spaß machen. Ja, natürlich, also wenn ich zum Beispiel den Bogen auswähle jetzt, sieht man unten links in der Ecke verschiedene Schussmodi. Das sind magische Schüsse, die ich nur lernen kann, wenn ich Berserker werde. Und wir balancen quasi den Raketenwerfer gegen Magie. Also dadurch, dass die Berserker mit Magie kämpfen, können die halt genauso stark sein wie jemand mit einem Raketenwerfer, weil die eben magische Waffen verwenden, anstatt mechanische Waffen oder eben Laserwaffen.
Und mit diesen vielen tollen Eindrücken nähern wir uns langsam leider dem Ende unserer Zeit, auch wenn ich wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr Zeit mit diesem Spiel verbringen könnte, auf das wir uns natürlich alle riesig freuen und was ihr dann sicherlich auch bei uns auf unserem Kanal bald wiederfinden werdet. Ich bedanke mich vielmals für eure Zeit. Und am Ende die obligatorische Frage, dürfen wir das gecapturte Material und das Interview veröffentlichen? Ja, ich gehe mal stark davon aus, aber frag besser nochmal da vorne nach, weil sonst sind hier die Fackeln und Mistgabelträger wirklich vor der Tür. Das werde ich dann tun. Also vielen Dank euch. Bitteschön.